Hallo Leute, was geht? Dazu105 hier mit Let's Play 2K Velsabor. Wir sind das letzte Mal durch das Torosgebirge gegangen und sind jetzt hier angekommen an diesem lustigen Punkt, wo hier die Brücke zerstört ist und wir hier nicht weiterkommen. Die reparieren die Brücke, allerdings scheint es da ein Problem mit den Erdbeben zu geben, die nicht, beziehungsweise die keine Erdbeben sind, sondern irgendwie aus der Höhle da oben am Berg kommen. Da ist nämlich auch dieser Stein hier rausgekommen, der da unten liegt. Den hätte Chibon, den Stein hätte Chibon fast erschlagen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt da oben die Höhle einfach mal an. Vielleicht finden wir da innen ja die Ursache des ganzen Geschehens. Wäre doch zumindest schon mal was. So, wenn wir dann hier die ganzen Sprungpunkte irgendwann mal hochkommen, schauen wir hier rein. Ah ja. Ziemlich düster hier. Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Auf geht's. Pass auf, dass du über keine Steine stolperst, Kumpel. Ach du Heiliges. Wummert ja wie Sau. Okay. Ah, hier geht's weiter. Gar nicht so einfach. Ah. Kämpfe. Wie immer. Gott, was sind das alles für Viecher? So, jetzt müssen wir erst einmal Chibon heilen. So. Kennt Steinkrabbe. Was machen hier Krabben? Glaub ich, spinne nicht. Lustig. So. Ja, ja, ist ja gut. In your face. So. Dreier-Kombo. Das war's für die Steinkrabbe. Blutsauger. Ah. Schnell das Flugbeil. Yeah. Okay. Uff, das war ziemlich anstrengend. Dididi. Yay, Level up. Und zwar nach Al-Zero. So, da werden wir, glaube ich, auch gleich eins brauchen, wollte ich eigentlich sagen. So, dann geht's hier runter. Okay, da ist ein Rennpunkt. Hier runter. Heiliges Blechler. Nein, keine Kämpfe. Okay. Wird immer hier das Beben. Hier versprechen die ganzen Steine. Hier versperren die ganzen Steine den Weg. Aber einige von ihnen scheinen nicht fest im Boden zu sitzen. Verschiebe oder ziehe Objekte, indem du dich neben das Objekt stellst und Enter drückst. Halte Enter gedrückt und drücke die Pfeiltasten, um das Objekt zu schieben oder zu ziehen. Lass Enter los, um das Verschieben abzuschließen. Okay. Okay. Also. Jetzt haben wir uns eingesperrt, toll. So ist vielleicht besser, ne? Nein. Okay. Nee, das war nicht gut. So. Okay. Nein! Ein Schritt zu viel. Oh Mann. Übelst viel los. Bäm. Na, die halten aber nicht viel aus. Bäms. Blutsauger. So, dann kann sich Kento heilen. Und Chibon macht einen Flugbeil auf die Fledermaus. 101, ach du Scheiße. Na dann. Wie können die Gegner so stark sein und gleichzeitig so schnell fliehen? Blablab. So. Jetzt geht's hier weiter. Momently. Moment, Moment, Moment. Kann ich hier durch? Nee. Nein, nein, nein. Auch nicht. Das Ding weiter runterschieben.
Was zu weit? Da war doch gerade irgendwas angezeigt. Ne, hier ist nichts. Okay. Ne, das zeigt nur an, dass es schwer ist anscheinend. Okay. Okay. Ein Rennpunkt. Hüpf. Ein Sprungpunkt. Zack. Und ein Speicherpunkt. Das sollten wir wohl ernst nehmen. Und uns vielleicht auch vorher nochmal heilen, bevor wir jetzt weitergehen. Habe ich gerade so ein Gefühl. Okay. Der Abstand ist hier zu groß, um rüber zu springen. Hm, hier unten ist das Wasser leicht. Vielleicht kann man ja. Watt. Watt kann man. Watt, 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 watt. Ach, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Ja, da soll wahrscheinlich der Stein rein. So. Jetzt kriege ich den aber nicht mehr hoch. Ne, das war blöd. Toll. Ne, da muss ich nochmal kurz raus. Okay. Dippe. So. Das war eins zu weit. Hä? Ach, verdammt. Nee. Feelings. Ah. Ja. Ei, verdammt. Ja. Steinkrabben. Miss. Oh. So, in your face. Dreier-Kombo. Yeah. Und weg waren sie. Irgendwie. Das bringt noch jetzt auch wieder nichts, oder? Nee. Nee. Aha, so kann da oben vorbei. Na, sagt's doch gleich. Ach, Mann. Yay. Das war super. So. Dann hier runter. Hey, da ist ein Säckchen. Mentaltrank. So. Hüpf, und dann hier ist ein Loch. Oh. Frau Fileia? Oh. Wie bist du uns jetzt doch gefolgt? Wieso denn das auf einmal? Und was ist mit Herrn Uroto? Der eine Soldat aus Boronia hat sich bereit erklärt, auf ihn aufzupassen. Und wieso bist du jetzt noch hier? Ja, was ist nun? Das Beben da oben haben
Die Beben da oben haben weiterhin die Bauarbeiten aufgehalten. Ein paar Seile der Brücke, die neu gespannt wurden, sind erneut gerissen. Sie hatten recht, dieses Beben halten uns viel zu viel auf. Wir sollten die Ursache finden und versuchen, sie zu beseitigen. Aber du glaubst nicht, dass Kendo und ich fähig sind, das hier allein zu regeln? Chibon, musst du nicht gleich in diese Richtung denken? Vielleicht hat sie sich einfach nur Sorgen gemacht. Nachdem, wie sie sich da oben angestellt hat? Das verstehen sie falsch. Wir sind ein Team und als dieses müssen wir so gut wie möglich zusammenarbeiten. Es war falsch von mir gewesen, sie allein in die Höhle ziehen zu lassen. Das gebe ich zu. Sie hat sich tatsächlich Sorgen gemacht, Kumpel. Das habe ich nicht gesagt. Es ging mir nicht um das Wohlbefinden von Ihnen, sondern um das Prinzip von Teamarbeit. Ja, ja, schon klar. Chibon, wir sind hier bereits gewesen. Anscheinend laufen wir im Kreis. Du hast recht. Hier waren wir schon. Heißt das, es gibt nichts weiter zu durchsuchen in der Höhle? Ich glaube schon, es sei denn, wir haben irgendwo einen Bereich übersehen. Gut möglich. Bei der Dunkelheit hier, wir sollten weitersuchen. Das denke ich auch. Die Beben sind hier eindeutig stärker. Die Ursache muss hier in der Höhle liegen. Fällt mir auf, eine Sache ist merkwürdig. Was denn, Kumpel? Ist euch aufgefallen, dass das letzte Beben schon eine ganze Zeit zurückliegt? Sie meinen, es kommen keine Beben mehr? Ja, ich frage mich, wieso. Oh Gott. Kento! Was war das? Irre ich mich, oder war das ein Tentakel? Das ist etwas im Wasser, passt sie auf. Ach du Scheiße. Eine riesige Krake. Eine Krake hier, wie kann das sein? Wie kommt so ein Vieh in ein kleines Gewässer wie in dieser Höhle? Frag mich, das Ding muss weg. Es macht die Erdbeben, da bin ich mir sicher. Ach Gott. Epische Kämpfe. Erst eine Habi auf der Brücke und einen Krake in einer Höhle. Unglaublich, was für Gegner wir treffen. Okay, wer von euch weiß, wie man eine überdimensionale Krake beseitigt? Feuer, ich habe gehört, viele solche Wasserwesen sollen dagegen empfindlich sein. Das hatte ich mir auch schon gedacht. Wir haben noch ein Problem. Wir können den Kopf der Krake nicht Nahkampfattacken erreichen. Chibon, du und ich, wir sollten uns auf die Tentakel konzentrieren. Soko, du kannst zaubern. Nutze deine Fähigkeit, um den Kopf damit anzugreifen. In Ordnung. Chibon, noch was. Versuch auch den Kopf mit deinem Flugballattacke zu treffen. Geht klar, auf ins Gefecht. So. Technik, Feuer. Gott. Ach, wir haben nicht genug MP. Kacke. Dann nehmen wir mal. Moment. Gegengift. Heilessenz. Nee. Das ist doch was. Metalltropfen. So. Okay. Wetter. So. Er macht jetzt erstmal Heilsirup. Ach du Scheiße! Ach, das gibt's doch nicht. Muss ein Gefallen wieder kampffähig. So, also. Angriff auf Tentakel. Also jetzt wird es gleich vorbei sein, ich sehe schon. Also Angriff, ne Moment, können wir nicht bringen. Heilsirup auf sie. So. Lichtschlag auf Kendo. So. Angriff auf Tentakel. Feuer auf das Vieh. Ja toll, jetzt ist er wieder tot. Ach, verdammt. Flugbeil in your face. Unglaublich. Unglaublich. 16. Ja, wieso geht er dann eigentlich gleich down? Das verstehe ich nicht. Das ist mir unbegreiflich. Verstehe ich nicht.
sorry. Unglaublich. Ah, so jetzt. Erstmal Heilsirup auf Chibon. Da geht er einfach so down. Ich pack's nimmer. Ja, okay, das war's. Ich glaube, den Kampf können wir nochmal machen. Irgendwas habe ich nicht bedacht oder irgendwas stimmt hier nicht, weil alle nacheinander frecken. Das kann irgendwas nicht genau. Der geht einfach so down. Nee, nee, das bringt so nichts, ich sehe schon.